Ja, hallo, liebe Freunde der E-Mobilität, liebe BMW i3-Freunde. Nach meinem Roadtrip von Hamburg in meine Heimat geht es nun zurück wieder nach Hamburg. Auch hier möchte ich euch mitnehmen auf die 360 Kilometer zurück. Ich hoffe, es erwarten mich keine Überraschungen. Wir haben einen Füllstand von 125 Kilometern bei nicht mehr ganz drei Viertel voll. Wir haben 110 Kilometer Range Extender und 8 Grad Außentemperatur. Wir haben knapp kurz nach halb sieben und 73,5% State of Charge. Das resette ich mal. 19,4 war der Durchschnitt. Nach 100 Metern links Ja, abbiegen. ich weiß. So. Durchschnittsgeschwindigkeit 67,3 kann nicht gewertet werden, weil ich hier auch viel rumgegurkt bin und das natürlich den Autobahnschnitt entsprechend verfälschen würde. Okay, ja. Jetzt hat sich gerade nach Navi-Angabe die Reichweite von 124 auf 89 runter korrigiert. Bin mal gespannt, was da jetzt noch kommt. Ich werde jetzt mir die nächste Ladestation aussuchen. Bin gerade am Flughafen in Paderborn und ja, nehme euch mit auf meinen Trip zurück nach Hamburg. Viel Spaß und bis zum nächsten Halt. Bitte auf 94 Kilometer der Straße folgen. Abend! Entschuldigung? Wie lange laden Sie noch? Also, ich muss schon sagen, ich brauche noch ungefähr 20 Minuten. Oh nee, das ist mir zu lange. Wir haben ein anderes Problem haben wir. Ich habe eine DKV-Karte. So, er hat keine DKV-Karte. Aber auf der eCharge-App taucht der Ladepunkt nicht auf. Genau, Mathe. Wie laden Sie? Telekom. Telekom. Telekom-Ladestrom. Ist lustig, dass wir das erste Mal mit mehreren Leuten zusammentreffen an einem 50 kW Anschluss. Ja, ich kenne das eigentlich ganz gut. Das Problem ist die Energy-Säule. Ja. Die Energy-Säule, die geht nur mit Pay-by-Call. Ja, ja, über die eCharge-Geschichte. Richtig. Ne? Genau, aber die taucht nicht auf, ja, ist der Ladepunktnummer. Dann muss man das scannen da an dem Quellcode. Mit der DKV-Karte geht das. Aber diese eCharge, ich habe schon mal. No. PayPal? No.
Also ich habe Riesenprobleme mit der InnoG grundsätzlich. Ja, ja. Gegenüber an Nord ist der 50-KW-Anschluss kaputt, beispielsweise. Echt? Ja, ja. Gestern bin ich zurück in Richtung Ruhrgebiet gefahren und da war nur dieser Typ 2. Also einzige Möglichkeit ist anrufen. Ja. Also ich habe letztes Mal da angerufen und gesagt, das und das geht nicht, dann booten die einmal. Ja. Oder sagen, okay, wir schalten sie über Typ 2 frei. Welcher ist denn seiner? Der hat noch gar keinen. Aber wir sind doch zwei typ Autos. Also ich bin an den 50 kW Combo 2. Also mit dem Golf? Nee, der Golf, genau. Hm, ja. So, das heißt, er könnte theoretisch über den... Der Schademo ist platt. Nee, über den Typ 2 kann er doch laden, 43 kW. Ich weiß nicht, also wenn ich mit Typ 2 lade, dann hauen da nur 6 kW durch, obwohl er 43 kann. Also der i3 kann 11, das dauert natürlich. Ja, das ist aber scheiße, ne? 11 kW, wenn der hier 30 hat oder so, ne? 50. Wie viel? 50 hat der. 50? Ja, 50 kW. Oh. Ja, also... Er kommt nur über die CCS rein. Ja. Das ist seine einzige Möglichkeit und das geht nur, wenn er anruft. Ja, ja. Also dieses Pay-by-Call. Das kostet dann einmal 7,95. Eine andere Frage. Was hat der für eine Reichweite mit 50 kW? Okay. Ach so, ach wie. Nee, der hat keinen 50 Kilowattstunden Akku, sondern den 33 Kilowattstunden. Oh, die 33, wollte ich ja sagen. Also 50 kW nimmt er auch. Ne? Okay, aber der hat noch einen Range Extender hier an Bord. Ach so, okay. Aber deswegen bin ich immer ein bisschen entspannt, weil ich habe noch 150 Kilometer on top. Okay, ne, also er ist, glaube ich, leer. Ich rufe mal eben dafür ihn aber an. Ja. Aber womit will er denn laden? Wenn Sie CCS haben, womit will er denn dann laden? Nee, ich brauche eine Viertelstunde, Ich rufe erstmal an. Also ich habe die hier drauf, auf der eCharge-App. Er muss sich natürlich registrieren, ne? Ach, muss ich registrieren? Ja, ja, klar. Ach so. Er muss sich einmal online registrieren. Es geht aber über die App und alles. Ah, okay. Sprechen Sie Englisch? Ja. Können Sie mal, der ist ein Russe. Ah, auch der überführt das Auto wahrscheinlich, ne? You have the eCharge-App, yes? No. Ja, hat der eCharge. Na. Is it eCharge? The eCharge app? Ja, no. Oh. Yeah, this one? Yeah. Okay, yes. You have to register. Yes? No. Ja, no English? No English. Poland, Russisch. Okay. Registration. Registration, ja. Registration. No, zrobię tut am мені. Warte mal, wenn du da drauf drückst, hier, available. No. So, und dann ist es nicht der. Ne, Sekunde. Bre. Los. So. Dieser hier, der Occupied, ist der Golf. No. Das ist der Golf. Okay. Du BMW. No. Du BMW. BMW. Ja. Wenn Golf fertig, wenn Golf ready, du hier drauf. No, dann okay, dann machen wir schon mal. Und dann lädt er. Dann he will start. Started. Ja, nee. Das ist aber Jak. Also das ist rot, heißt voll. Also okay. Ja, grün heißt go. Aha. Rot stop, weil der Golf. Nee, Peak. Nein, es geht. Hallo, Sarah, meine. Es geht nur in der Mitte, der im Golf ist. Der muss in den BMW rein. BMW. Genau, von Golf in BMW. Yes. Und Golf braucht noch 20 Minuten, 20 minutes. No. Der Golf need 20 minutes. Ano, moment. Давай я телефоніре і зараз об'яснеш. Ja. Kollege. Ja. Kollege sprechen Deutsch. Ach, okay. Wie viele Kilometer hast du noch? Toko male 10. Okay. Ja. Нано все німець, по-німецьки людина, вона теж на електроавтомобілі. І зараз він тобі тут об'яснить, як мені по цій є програмі заправлятися, бо щось в них тут карточки декафал.
вони по них заправляються, а в мене її нема. То якось через цю програму можна заправитись, хай він тобі об'яснить по-німецьки, усе він говорить. Алло? Guten Tag. Also, Ihr Kollege hat hier ein Problem und zwar möchte er sein Elektroauto laden. Da hängt momentan noch ein anderes Auto dran, ja? Das heißt, er braucht noch 15 Minuten. Und dann muss er sich über eine App im Telefon registrieren bei eCharge. Kennen Sie das? eCharge, okay. Ja. Ich notiere, okay. Also er muss sich über eCharge, über die App registrieren und dann kann er in dieser App das freischalten. In 15 Minuten ungefähr. Weil das, man muss sich vorher anmelden, sonst geht das nicht. Ja, verstehe. Und wie kann er zum Beispiel, er hat eine Visa-Karte mit App verbinden? Nee, das geht nicht. Also in der App muss die Visa-Karte hinterlegt werden. Okay, da wird gefragt nach einem Zahlungsmittel und dann kann man da schreiben, ich glaube, App, PayPal, Mastercard, Visa Card. Okay, verstehe. Ja? E-Charge. E-Charge. Okay, ich werde jetzt registrieren. Okay. Vielen Dank für dich. Ja, gerne. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Okay. Okay. Ja. Schon am Start. Route starten. Ja, ist gut. Ich fahre sowieso jetzt weiter. Also ich habe ihm jetzt erklärt, wie es geht. Ja. Und daraufhin, also seinem Kumpel, der Deutsch spricht, und daraufhin hat er sich ins Auto gesetzt und ist gefahren. Was ist denn das für ein Trick? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich meine, wie kann man denn jemanden hier zur Überführung durch Deutschland fahren lassen, der kein Wort Deutsch spricht? Ja, ja. Der auch kein Wort Englisch spricht. Es ist heute echt noch ein bisschen tricky, mit Elektroautos zu fahren, ne? Hat gewisse Hemmnisse noch. Also ich habe nur ein Problem mit Innogy-Säulen. Alles andere ist gut. Ja, ja. Ja, und es ist natürlich doof, dass wir so wie jetzt drei auf einmal hier stehen. Mhm. Und der Schademo ist platt, habe ich gesehen. Ja, ja, genau. Mhm. Kann ich aber sowieso nichts mit anfangen. Und dann sind hier drei auf einmal. Und aber das geht in der Tat. Ich gucke eben immer in der Telekom-App, wann kommen die nächsten Ladestationen. Ja, ja. Die ist auch besetzt angezeigt. Ja. Ich habe gedacht, okay, probierst du trotzdem aus. Und ich habe ja noch 48 Kilometer reicht also noch für die nächste und da fahre ich jetzt hin. Ich bin gestern, kam ich von Strausberg nach Köln und da war ich Lippmann Nord gewesen. Ja. Wieder bergig da vorne etwas. Ne? Ja. So. Und dann einmal so 8 Kilometer, 15 Kilometer und dann ging der Combo 2 nicht, ne? Der 50 kW Anschluss. Ne? Und dann bin ich dann nachher bis Niedergassel. 20 Kilometer weiter. Ja. Ja, hab ich dann eine halbe Stunde mit diesen 6 kW getankt. Ach, und noch, ja, ja, ging nicht anders, ne? Niedergassel ist das, genau. Mhm. Und da ist dann der 50 kW da gewesen. Da habe ich auch wirklich geschluckt, ne? Weil nur 8 bis 15 kW, irgendwas wie die Berge gerade waren, ne? Und da ist nicht viel, ne? Ja, da bin ich ja in der Tat dann froh, dass ich hier diesen Range Extender dabei habe. Der mir dann nochmal diese zusätzlichen 150 Kilometer garantiert. Ne? Deswegen, also auch wenn ich es eilig habe, und dann lasse ich einfach die Ladung aus und fahre dann durch. Ja, ne? Ja, klar. Nee, das geht dann ganz gut. Die wir auf der Dienststelle haben, auf der i3, die haben nur rein Elektro. Mhm. Mhm. Ja, aber zum Eingewöhnen, also dieses Netz im doppelten Boden wollte ich mir hier vor allem meiner Frau, weil die hat auch gesagt, ich habe da noch nie was mit am Hut gehabt. Mhm. Lass uns da mal langsam ran an das Thema. Ja, ja, ja. Ja, gut, dann viel Erfolg noch. Ne? Spaß im Fahren. Ja, danke. Tschüss. In 250 Meter.
Bitte links abbiegen. Demnächst links abbiegen. Nach 200 Metern links abbiegen. Befindet sich das Ziel rechts. Ziel erreicht. So, ich bin mit, ich glaube, 6 Kilometern Restreichweite angekommen am ersten Ladepunkt. Es ist bitterkalt, unglaublich windig. Ausgang wählen, Stecker einstecken. Da bin ich wieder. So, ich habe eine kleine, ja, so einen kleinen Schwitzmoment hinter mir. Und zwar bin ich an der ersten Raststätte, in der ich laden wollte, rausgefahren. Eine Innogy-Säule. Das war schon, naja, wollte ich ja eigentlich auslassen, aber ich habe gedacht, gibt es hier noch eine Chance. An dieser Innogy-Säule stand ein E-Golf und musste noch 20 Minuten laden. Daneben stand ein i3 mit einem polnischen Überführungsfahrer, der weder Deutsch noch Englisch konnte, der weder eine App freigeschaltet hatte noch sonst irgendwas und der Meinung war, er könnte auf dem Weg alles mit Kreditkarte bezahlen. Das hat sich an dieser Ladesäule als Irrtum herausgestellt. Ich habe dann mit seinem Kumpel, der Deutsch konnte, gesprochen und der sagte auf jeden Fall, das muss gehen und so ist er bislang immer hin und her gekommen. Gut, ging nicht, haben wir ausprobiert. Der ist dann in sein i3 gestiegen und ist wieder losgefahren. Also ich weiß nicht, wie viel Restreichweite er hatte und ob er jetzt irgendwo auf dem Weg strandet, keine Ahnung. Naja, ich habe dann auch gesagt, okay, auf die 20 Minuten warte ich nicht, ich fahre die nächste Ladesäule an, die 40 Kilometer entfernt war. Hätte ich also noch 15 Kilometer Restreichweite gehabt. Auf dem Weg dahin ist allerdings auf der A2 ein Unfall passiert. Heißt also Stau. Und die Reichweite ist dann so ein bisschen geschmolzen. Ich habe dann zur Sicherheit Heizung reduziert. Und was eben das Problem ist, dass hier in diesem Bereich der A2 vor Hannover ist sehr viel Berg und Tal. Ich habe das Gefühl, hier ist mehr Berg als Tal und so entsprechend hat sich da auch der Akku verhalten. So dass die Reichweite also zusehends weitergeschmolzen ist. So, ich bin jetzt hier Rasthof Auetal mit sagenhaften 6 Kilometern Restreichweite reingerollt. Ja, mit ich bin aber stoisch auf den 110 km/h geblieben und habe versucht, mich mit 19 Grad Innenraumtemperaturen, Sitzheizung auf 3 hinter einem Sprinter festzuklammern. Das hat ganz gut funktioniert. Und lade jetzt hier an einer ENBW-Säule mit der Telekom-Ladekarte für 2 Cent pro Kilowattstunde. Interessant war bei der vorherigen Ladesäule war ein der E-Golf-Fahrer war ein
Oberstleutnant der Luftwaffe. Ich habe da auch mal eine Zeit verbracht, 12 Monate, der auf meine Frage hin sagte, ja, wir haben tatsächlich in den Standorten, / Kasernen, diverse Elektroauto-Ladesäulen und haben eine Flotte an Golf und i3. Und deswegen nimmt er sich immer so ein Auto aus dem Pool und fährt im Endeffekt von einer Kaserne, Liegenschaft, wie auch immer man das nennen möchte, zur nächsten. Und sagt, er bevorzugt den Golf wegen der Gewohnheit, weil das alles so intuitiv ist. Aber er sagt, der E-Golf ist hier in den bergigen Regionen extrem sprunghaft in der Reichweite gewesen und hat sich permanent korrigiert, was ihm sehr zu schaffen gemacht hat. Der i3, sagt er, wird gerade umgestellt auf die 120 Amperestunden Batterie, beziehungsweise diese 45 kW, glaube ich, Batterie, 42 kW Batterie. Und da will er das nächste Mal drauf zurückgreifen, weil, sagt er, wenn man dann an einer Ladesäule strandet, wo eben nur AC-Ladung möglich ist, kann der Golf dann nur seine, ich glaube, 6,7 oder 7 kW. Und da ist dann der i3 mit 11 kW deutlich besser. Und ja, naja, ups, muss mal kurz das Licht wieder anmachen. Und seht ihr mich nicht mehr? Oh, es ist nämlich schon dunkel und spät. Ja, also der war aber voll des Lobes über die Elektromobilität und will auch weiterhin das gut und gerne nutzen. Und haben wir ein bisschen gequatscht und dann bin ich dann doch weitergefahren, weil 15 Minuten warten wollte ich nicht. Hatte allerdings auch nicht mit dem Stau gerechnet. So, jetzt nach den 4 Minuten 53, die ich hier mit euch schon wieder gequatscht habe, werde ich jetzt mal die Toilette aufsuchen. Und hier Auetal ist, glaube ich, auch noch ein Burger King versteckt, der zwar nicht an mein Ernährungskonzept passt, aber zu meinem Hunger, denn ich habe heute Morgen ein Brötchen gegessen und ja, bitte eine Runde Mitleid. Danke. Und mal gucken, ob es da irgendwie was Kurzgebratenes zum Abgreifen gibt. Ich melde mich gleich wieder, wenn der Wagen voll ist und bis später. Tschüss. Gegen mein Ernährungskonzept und meiner Überzeugung war ich jetzt bei dem König, bei dem Chemiker, wie Uwe Kröger mal zu sagen pflegt, und habe mir da einen Burger gegönnt, der allerdings nur zur Hälfte, weil ich kann es nicht essen, es geht einfach nicht. Aber es reicht, angeekelt wie ich bin, habe ich jetzt auch keinen weiteren Hunger mehr. Und bin aber dadurch, durch kurze Toilette und Cola Light und Burger, jetzt in einem, zeige ich euch mal, in einem Ladepunkt von 94,5%, also wieder viel zu viel. Aber, das ist der andere Punkt, wir haben 128 Kilometer Reichweite bei 95%, aber haben bis zur nächsten Telekom-Ladestation oder Lademöglichkeit 124, 4 Kilometer weniger. Mein Ziel ist es also, jetzt in irgendeiner Form das zu schaffen. Ich könnte durchfahren. Also mit dem Range Extender sind also quasi 256 Kilometer möglich und 214 sind es bis zum Ziel. Man beachte übrigens den Durchschnittsverbrauch. Das passiert bei 110, wenn man ein bisschen angepasster fährt. Und das kann ich auch nochmal zeigen. Sekunde. Muss ich mal eben umswitchen. Hier ist das mal live. Und zwar gibt es eine Wind-App. Ich hoffe, der kriegt es drauf. Und zwar sieht man den blauen Punkt, das bin ich. Und man sieht den Verlauf, ich hoffe, ihr seht das, den Verlauf der Autobahn entlang des blauen Punkts. Und da kann man erkennen, der Wind kommt von hinten schräg hinten. Das heißt, ich habe Rückenwind tatsächlich. Und zwar Rückenwind von 15 Knoten ungefähr. Also nicht wenig. Heißt also, das kommt mir vielleicht ein bisschen zugute und da schiebe ich ehrlich gesagt auch die sensationellen 16 Kilowattstunden drauf, weil normalerweise
brauche ich bei 110 schon eher 17,5, 18. Und jetzt 16,0 ist schon Brett. Ja, das probiere ich jetzt. Ich kabel mich jetzt ab und dann versuchen wir mal diese, wo war's? So, 124 Kilometer bis zur nächsten Telekom-Lademöglichkeit zu schaffen. Bis gleich. So, ich habe, bin bei 97%, habe 27,87 Kilowattstunden in 42 Minuten geliefert bekommen. Das brechen wir jetzt mal ab, weil jetzt dauert sowieso alles irrsinnig lange und wir fahren weiter. Telekom sei Dank. Wir haben ca. 54 Cent. Startakt. So, dann würde ich mal sagen, auf geht's. Oder weiter geht's. So, angekommen an der zweiten und letzten Ladestation. Wir haben 26% State of Charge, 155 km Rex, 34 Kilometer im Eco Pro. Und jetzt kommt 16,3 Kilowattstunden im Durchschnitt bei Tempomat 110. Sprich 89, fast 90 km Durchschnittsgeschwindigkeit bei 6,5 Grad, also nicht so warm. Ja, ich bin überrascht. Ich sage gleich mehr dazu, ich kabel mich jetzt erstmal an. So, Stecker einstecken, CCS, ist ein bisschen dunkel, das heißt, ihr seht nicht so viel. So, Verbindung okay, Start, hoffen soll wieder eine Telekom sein, ich zück mal die Karte, RFID. Sie sind berechtigt, den Ladevorgang zu starten. So, 26% und er lädt. Fantastisch. So, die Heizung rauscht leider ein bisschen, aber es ist kalt. Ich muss die mal laufen lassen. Ganz kurz zu der Reichweite. Ich habe, ja, wie gesagt, es gab ein bisschen Rückenwind. Das hat sich aber dann auf der Hälfte der letzten Kilometer, beziehungsweise bis, ja, jetzt ist schon spät, ich fange an zu stammeln. Also, ich fange nochmal von vorne an. Die 110 Kilometer, oder kmh vielmehr, haben tatsächlich einen Minderverbrauch gebracht, der sich wirklich sehen lassen kann, mit 16,3, 16,4 Kilowattstunden im Durchschnitt. Ich weiß nicht, ob auch die Topografie viel damit zu tun hat und der Rückenwind, den ich ja nicht wirklich in Summe messen kann. Aber in der Tat ist es so, dass ich jetzt mit zwei Ladestopps hinkomme auf dem Weg nach Hamburg, was natürlich super ist, weil ja, dadurch geht das alles dann doch deutlich schneller als bei der letzten Fahrt von Hannover nach Hamburg, wo ich mehr laden musste, weil irgendwie sich durch die 120, 130 Tempomat doch sich ein deutlich höherer Verbrauch, nämlich 18, 19, teilweise 20 Kilowattstunden eingestellt hat. Das heißt, jetzt komme ich deutlich weiter, brauche dadurch nur einen Ladestopp, bin natürlich auch jedes Mal relativ leer, wenn ich an den Chargern ankomme. Das mache ich nur, weil ich einen Rex dabei habe, weil die 6 Kilometer gerade am letzten, quasi ersten Ladestopp, die waren mir ein bisschen zu heftig, weil man hat keine Alternative mehr, wenn diese Ladestation nicht funktioniert oder irgendwelche anderen Gründe das Laden verhindern. Insofern würde ich schon immer sagen, ich glaube mal ein schlauer Owe oder ein schlauer Markus, und ein schlauer Dennis haben mal gesagt, 50
Kilometer sollte man Restreichweite haben. Das kann man natürlich bei 150 Kilometern, bei den Temperaturen, Gesamtreichweite, ist das ein bisschen schwierig. Geht aber. Also 100 Kilometer Etappen sind sicherlich okay. Ich habe es jetzt ein bisschen ausgereizt, sodass ich jetzt bis nach Hause, muss ich mal eben schauen, wie viele Kilometer sind es noch? Moment. Also sind noch 83 Kilometer bis nach Hause. Und ich habe jetzt 42 Kilometer drin. Mal gucken, ich werde auf jeden Fall wieder bis 80, 85 laden, aber nicht mehr. Und dann komme ich sicher nach Hause und bin mal gespannt. Also ich werde jetzt diesen versuchen, diesen Schnitt beizuhalten, weil ich das doch ganz interessant finde, was dann was dann mit dem Auto doch möglich ist, weil ein 16er Schnitt ist natürlich beim Akku von, glaube ich, knappe 30 Kilowatt nutzbar, Kilowattstunden nutzbar, finde ich natürlich ziemlich gut. Ja, ansonsten wird das dann heute eine deutlich kürzere Reise im Verhältnis, weil eben ein Ladestopp wegfällt. Und das kommt wahrscheinlich in einem anderen Bericht, habe ich heute was ganz Besonderes gemacht. Und zwar habe ich heute regenerativen Strom aus benachbarter Windenergie geladen. Ich weiß nicht, ob ich das in diesem Video unterbekomme. Ansonsten mache ich hier oder hier irgendwo da oben einen Hinweis dazu. Vielleicht wird es auch ein eigenes Video, muss ich mal schauen, wie viel Material das ist. Und vielleicht könnt ihr euch das auch mal anschauen, vielleicht interessiert es euch. Ich war fasziniert und dazu aber in dem Video dann mehr. Gut, ich werde noch ein bisschen chillen, weil es ist jetzt 20 nach 10 abends und bereite mich dann auf die letzte Etappe vor, weil jetzt mit warmem Akku, denke ich mal, ist das Laden in einer Viertelstunde erledigt. Dann bis gleich. Tschüss. So, dann gehen wir hier mal kabeln. Es ist so bitterkalt. Wir haben 88%. Na los. In 27 Minuten. Vorgang beendet. Und Mann! Zum Glück hatten wir der freundliche Herr mit dem kleinen Fahrzeug hier ausreichend Platz gelassen, damit man sich hier noch hinstellen kann zum Laden. Kann ja irgendwie auch nicht sein, dass diese LKWs ständig alle Ladedinger zuparken. So, Klappe der Ladebuchse auf. Na, das ist mir auch nicht passiert. Muss ich mich da wohl nochmal drum kümmern. Ja, ja. Es ist schon spät. So, 141 Kilometer im Eco Pro. Ich brauche noch 83 Kilometer bis nach Hause. Insofern passt alles. Ich werde jetzt mal umschalten auf Komfort. Sind wir bei 123 Kilometer. Was Lenkrad davor? 123 Kilometer bei 88,5%. Ja. Da würde ich mal sagen, weiter geht's. Ich bin übrigens auf der Raststätte, wie heißt die nochmal? Ich glaube Lüneburger Heide, nee, Bisping. Genau, ich bin Bisping. Und die Raststätte heißt, ich bin echt Kapuze. Ich kann also nicht mehr die einfachsten Sachen hintereinander kriegen.
Automobilstätte Brunautal Ost in Bisping. So sieht das aus. So, und was sagt die App? Also die BMW Connected App wird leider auch immer unzuverlässiger. Das heißt, bis die sich... nicht nur unzuverlässig, die ist auch gar nicht mehr da. Ist vielleicht hier. Also die zeigt was ganz anderes an. Ja doch, jetzt stimmt. Jetzt hat sie sich mittlerweile aktualisiert. Also auch das dauert ewig, bis das funktioniert. Naja, egal, weiter geht's. Ich habe keine Lust mehr zu meckern. So, wir nähern uns Hamburg, dem Containerhafen und damit auch dem Elbtunnel. Ich mache mal einen kurzen Schwenk in den Hafen gleich, wenn wir auf der Höhe sind. Konnte den Schnittverbrauch ist ein klein wenig gestiegen. Wir sind jetzt bei 16,6 Kilowattstunden. So, hier der Hafen. Wieder große Pötte, aber auch nur zwei Stück. Überschaubar. Ja, Elbtunnel, zwei Röhren gesperrt. Wahrscheinlich wird dann mal wieder im großen Stil saniert. Aber zum Glück ist heute nicht so viel los. Dass es hier keinen Stau gibt, ansonsten wäre hier schon die Hölle los. Ja, jetzt geht's zur letzten Etappe, sprich durch die Megabaustelle bis hin nach Hause. Ich versuche dann zu Hause noch mal ein kleines Fazit zu geben von dem heutigen Trip. So, zu Hause angekommen, habe ich immer noch sagenhafte 92 Kilometer Reichweite im Komfortmodus. Mit 130, glaube ich, sind wir gestartet. Das heißt, er hat auf 80 Kilometer Fahrt 40 Kilometer Reichweite verbraucht. Insofern kommen da sicherlich nochmal die paar Kilometer durch die Stadt dem zugute. Wir liegen bei 42% State of Charge, Gesamtstrecke 370, fast 371 Kilometer, 156 Kilometer sind im Range Extender, er wurde nicht benutzt. Die über die gesamten 370 Kilometer Autobahn, ich würde mal sagen mindestens 320 Kilometer Autobahn, wenn nicht sogar mehr, und 50 Kilometer Landstraße. Ein Durchschnittsverbrauch von 16,3 Kilowattstunden, also so niedrig auf so eine lange Strecke war er noch nie. 87,6 war gerade bei 90, als ich von der Autobahn runter bin. Finde ich auch gut, und das nur bei gerade mal 7,5 Grad. Es waren auch weniger und es war teilweise extrem windig. Ich werde dann noch ein paar andere Videosequenzen einspielen, die ich zwischendurch mal gemacht habe, wo man erkennen kann, wie unglaublich windig das heute auf dem Weg war. Und das war eben nicht nur Rückenwind. Ja, so viel dazu. Ich, mein Fazit, mache ich mir ein bisschen mehr Licht. Drehe euch mal. Ja, mein Fazit des heutigen Tages. Wir haben heute spannende Sachen gemacht. Ich hatte das gerade schon erwähnt. Wir haben heute an einer Ladestation in einem Dorf 22 kW kostenlos geladen mit zwar Energie, die direkt aus einem Windpark kommt. Dazu werde ich wahrscheinlich in einem gesonderten Video etwas bringen, weil es sonst zu lang wird. Dann haben wir unterwegs mal wieder an einer Innogy-Säule Chaos erlebt. Da habe ich schon weiter vorher etwas zu erzählt. Ich bin dann ja weitergefahren, weil ich mir das nicht wieder geben wollte. Und bin dann mit 6 Kilometer Rest an den ersten Ladestopp gekommen.
alles gut gegangen. Da habe ich mir den Magen bei Burger King verkorkst. Sorry, Burger King hat sicherlich nichts mit euch zu tun. Ich vertrage nur manches Essen einfach nicht. Und bin jetzt nach dem zweiten Ladestopp zu Hause angekommen, habe sagenhaft wenig verbraucht, bin total glücklich darüber und bin immer wieder überrascht. Also ich werde immer abgeklärter, immer sicherer auf diesen Touren, habe immer mehr Vertrauen in das Auto, in vor allen Dingen auch in die sehr konstante Reichweitenangabe, die auch stimmt, die wirklich sehr verlässlich ist. Mittlerweile habe ich das auch verstanden, wie das mit der Navigation funktioniert. Ich kann Ladestationen suchen übers Navi. Das funktioniert recht gut, auch wenn mir eigentlich zu wenig Ladestationen ausgewiesen werden. Aber okay, das passt. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, euch hat auch dieser Roadtrip gefallen. Vielleicht schaut ihr euch auch meine anderen Videos an, die Hinfahrt, nämlich von Hamburg in meine Heimat und eben auch das Video, wenn es denn ein extra wird, zum Laden an dem Windmühlenstrom-Gedöns da. Also wie gesagt, wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like und freue mich auch über eure Kommentare, Anregungen, Anmerkungen in jeder Art. Ich bin auch kritischen Bemerkungen gegenüber nicht verschlossen. Ich versuche alles besser zu machen, wenn es denn meinem Stil oder wenn ich dazu stehe, wenn ich das für mich vertreten kann. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ihr vielleicht sogar ein Abo da lasst. Und wenn ich das nächste Video drehe, mal schauen, wo es uns dann hinführt. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss, wünsche euch eine schöne gute Nacht, weil die 10 vor 12 haben wir jetzt. Ich muss jetzt ins Bett, morgen früh geht's weiter. Und ja, sage Tschüss, euer Frank von Generation E. Tschüss.